Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Feiste Fliege und genau gesagt hier um den Abschnitt Knirsche, welches sich hier auf dem Kontinent Argus befindet oder genau gesagt hier auf dem Teilabschnitt Krokun bei etwa 3966. Sobald man die Weltquest ja auf diesem Abschnitt, also auf Krokun, freigeschaltet hat, kann man leider Knirsche nur dann besiegen, wenn die Weltquest aktiv ist. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel ein Twink noch ja, in dieses Gebiet einweihen, sage ich mal. Aber ihr dürft halt nicht die Argus-Weltquest freischalten. Die freischaltet man halt mit einer Questreihe. Und ja, die sollte man halt einfach nicht freischalten, wenn man halt einfach alle Erfolge an einem Tag machen will. Ansonsten muss man halt immer wieder warten, bis halt diese Quest aktiv ist. Und das ist, ja, sage ich mal, nervig. Jetzt habe ich es eben herausgefunden, es ist wie eigentlich bei der verheerten Insel oder beziehungsweise halt einfach in, ja, im Legion-Content, sage ich mal hier. Da ist es halt ja auch immer gewesen, wenn ihr die Weltquest aktiv hattet, also freigeschaltet habt, kann man leider nur dann diese Gegner besiegen, wenn auch die Weltquest aktiv ist. Aber eben wie gesagt, ein Twink könnt ihr hochleveln, beziehungsweise wenn ihr schon einen auf Level 110 habt, in die Argus-Welt hinein, ja, beziehungsweise halt einfach die Quests bis zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, ohne dass man halt einfach die Weltquest aktiviert, und dann kann man halt einfach diese Gegner so lange, ja, besiegen, bis man halt alle Erfolge durch hat. Das habe ich zu Beginn einfach gemacht. Jetzt habe ich mich halt einfach mal durchgequest, um zu schauen, wie das so genau abläuft, und da ist es mir eben aufgefallen, dass es halt einfach wie früher ist. Und ja, genug gelabert, sage ich mal, da gehen wir gleich mal zum Team, um diesen Gegner zu besiegen zu können. Und da ganz einfach, wir nehmen hier drei Motten mit Alpha Stoß, Kokonschlag und Mottenstab. Jetzt habe ich halt einfach eine kleine Auswahl genommen von diesen Motten. Ja, ihr könnt eigentlich grundsätzlich fast jede Motte nehmen, die halt einfach diese drei Attacken hat. Dann sollte eigentlich der Gegner normalerweise keine Probleme darstellen. Zu Beginn einfach gleich mal den Alpha Stoß einsetzen. Danach, um halt der Malm aus dem Weg zu gehen, gleich einmal den Kokonschlag einsetzen. Das ist eine sehr gute Taktik, sag ich mal, um halt einfach den größten Schaden aus dem Weg zu gehen. Immer wenn der Malm aktiv ist, am besten gleich Kokonschlag einsetzen. Falls ihr nicht wisst, wie man diese Attacken seht, da habe ich jetzt das Adam Pet Tracker installiert. Da könnt ihr halt immer die Abklingzeiten bei den Gegnern anschauen. Halt eben, ich werde immer wieder in den Kommentaren gefragt, eben Patrick ist halt dieses Addon, das mir halt meistens hilft an dieser Stelle. Danach am besten den Mottenstaub einsetzen. Betäuben kann man das gegnerische Pet leider nicht, weil es ein Kleintier-Pet ist, aber ansonsten macht es teilweise guten Schaden, teilweise auch nicht, es ist immer ein wenig unterschiedlich, aber ich, ja, mache halt immer diese Abfolge: Alpha-Stoß, Kokonschlag, Mottenstaub und danach Alpha-Stoß, bis halt Kokonschlag wieder ready ist. Ab und zu kann es sein, dass man hier keine Attacke mehr einsetzen kann. Also wenn ihr jetzt da unter 50% fällt, ja, wird es meistens so sein, dass man dann an dieser Stelle gleich stirbt. Sag ich mal etwa so, ja, 80%, 90% der Fälle. Kommt halt darauf an, wie viel HP diese erste Motte hat. Aber das, sag ich mal, ist kein Problem. Ihr seht, wir haben Knirsche schon fast auf 50% gebracht. Und dann kommt die nächste Motte, hier das gleiche. Wenn der Malm wieder ready wäre, halt einfach Kokonschlag einsetzen, ansonsten halt Alpha Stoß. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch Mottenstab, ist immer ein wenig euch überlassen. Teilweise kann es wirklich sein, dass guten Schaden richten kann, teilweise aber auch nicht. Hier jetzt zum Beispiel hat es fast keinen Schaden angerichtet, deshalb hätte ich lieber Alpha Stoß eingesetzt, weil Alpha Stoß generell eigentlich mehr Schaden anrichten könnte als der Mottenstab. Und hier ist es wieder so. Es kann sein, dass man vielleicht mit der blauen Motte bzw. mit der zweiten Motte hier an dieser Stelle unter 50% fällt. Da müsstet ihr vielleicht zu Beginn also schauen, wenn ihr noch eine Attacke einsetzen könnt, bevor ihr unter diese 50% fällt. Da würde ich dann Kokonschlag einsetzen, weil ihr dann sozusagen antizipieren könnt, das wegen dem Zermalmen. Aber ansonsten, ja, würde ich halt trotzdem weiterkämpfen, meistens hoffen, dass man hier vielleicht doch nicht unter die 50% fällt, und da kann man eben, wie gesagt, Kokonschlag einsetzen und danach wieder Alpha Stoß.
Leider macht jetzt halt Alpha-Stoß nicht mehr wirklich sehr guten Schaden. Deshalb lieber hier wieder den Mottenstaub einsetzen, falls ihr könnt. Das Gute ist halt einfach an der Motte, dass halt, es halt ein Wildtier ist, also ein Flugpad ist, das halt gegen Wildtierattacken sehr effizient ist, beziehungsweise halt eben diese Wildtierattacken nicht gerade effizient sind gegen uns. Und das, denke ich mal, ist ein großer Vorteil an dieser Stelle. Hier einfach weiterkämpfen mit Alpha-Stoß, falls ihr könnt. Ansonsten halt einfach jetzt ja, das dritte Pad einsetzen, was ebenfalls eine Motte ist. An dieser Stelle am besten wieder Kokonschlag, weil hier Zermalmen ready ist. Und ansonsten kann man hier eigentlich, sag ich mal, Alpha-Stoß oder Mottenstaub einsetzen. Was ich jetzt aber noch nicht machen werde, da ich noch für die weiteren Erfolge noch ja, ein wenig schauen will, was ich für Taktiken einsetzen will. Deshalb werde ich hier den Guide beenden. Ihr seht, also ihr könnt trotzdem hier mit Alpha-Stoß eigentlich den Kampf beenden, beziehungsweise auch mit Mottenstaub. Sollte eigentlich keine großen Probleme darstellen. Und wie gesagt, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!